Wir schreiben den November 2023, als in René Benkos Konzern die Einschläge immer näher kommen. Die finanzielle Tanknadel des mit Milliarden Schulden überlagenen Signa-Tankers bewegt sich seit Monaten im tiefroten Bereich. Benkos Co-Investoren klammern sich mit der Installierung eines deutschen Sanierungsexperten an den letzten Strohhalm. Frisches Kapitel ist kaum noch zu bekommen. Die Suche nach neuen Geldgebern gestaltet sich in etwa so mühsam wie jene nach einer Nadel im Heuhaufen. Just in diesen bewegten Zeiten werden in Liechtenstein geheime Beschlüsse gefasst, die René Benko selbst noch einmal mit Millionen versorgen sollen. Drei Herren, dessen Stiftungsrat der in Vaduz sitzenden INGB-Stiftung, setzen ihre Unterschrift unter ein Dokument, das beachtliche Brisanz birgt. Es handelt sich nämlich um die schriftliche Genehmigung einer Millionentransaktion, die von der Liechtensteiner Stiftung an die Mutter des Tiroler Immobilienjongleurs durchgeführt werden soll, wie Recherchen von Krone und News offenbaren. Die exakte Höhe wird darin ebenfalls festgeschrieben, 3 Millionen Euro. Beachtung verdient auch das Datum der Unterschrift, der 21. November 2023. Nur 8 Tage später wird die Signa Holding, gleichsam Muttergesellschaft der bewusst intransparent gehaltenen Firmenkonglomerats, beim Handelsgericht Wien ihre Zahlungsunfähigkeit angemeldet. Ein Schicksal, das im März 2024 auch den Unternehmer René Benko persönlich ereilen wird. In einer solchen Gemengelage sind millionenschwere Transfers aus dem Liechtensteiner Benko-Bunker auf das österreichische Konto von Ingeborg Benko besonders bemerkenswert und möglicherweise rechtlich heikel. Laut Recherche von Krone und News stammen die Millionen aus dem Verkauf von physischen Goldbeständen. Der Verkauf von Goldbarren soll demnach bereits Wochen zuvor, Mitte Oktober 2023, über die Bühne gegangen sein. Aus vertraulichen Bankunterlagen geht hervor, dass es am 11. Dezember 2023 zu einem weiteren Beschluss der Liechtensteiner Benko-Stiftung kommt. Diesmal werden 2 Millionen Euro an die Mutter ausgeschüttet und wieder wird gegenüber der Bank darauf verwiesen, dass die Mittel aus einem Goldverkauf stammen. An wen sollten die Millionen am Ende fließen? An René Benko selbst, der nur kurze Zeit später seinen persönlichen Bankrott beim Landesgericht Innsbruck erklären soll? Der Geldfluss der Liechtensteiner Millionen an den mittlerweile offiziell bankrotten Benko wird mit einer Darlehensvereinbarung mit seiner Mutter begründet. Zumindest wurde das gegenüber der Bank so kommuniziert. René Benko will mit der von ihm im Jahr 2024 gemeinsam mit seiner Mutter gegründeten INGB-Stiftung offiziell nichts mehr zu tun haben. Inoffiziell zog er bei gewissen Vorgängen im Spätherbst 2023 im Hintergrund die Fäden. Auch bei der Aufnahme seiner Ehefrau in den Kreis der Begünstigten, Nathalie Benko, wurde am 9. Oktober 2023, als die Signa Titanic bereits auf den großen Crash zusteuerte, als zusätzliche Profiteurin der INGB-Stiftung eingesetzt.